Nun, ich beschäftige mich jetzt seit 2004 mit diesem Wasser, das schon seit 1931 als basisches Elektrolytwasser bekannt war und jahrzehntelang als Arzneimittelspezialität sogar in deutschen Apotheken verkauft wurde. Und in den ersten Jahren war es relativ einfach, den Überblick zu behalten, weil das Angebot sich auf wenige Geräte und Methoden beschränkt hat. Aber dann ist 2007 etwas passiert, womit nicht einmal die Fachleute gerechnet hatten. Eine japanische Forschergruppe um Professor Shigeo Ota entdeckte da nämlich den wesentlichen Grund, warum sich dieses Wasser so förderlich auf die Gesundheit auswirkt. Und dann explodierte die Forschung exponentiell. Wenn ich den Studienteil in meinem Buch über elektroaktiviertes Wasser durchblättere, der sich mit Studien zu molekularem Wasserstoff als heilendem Gas beschäftigt, da habe ich dort nur die 40 wichtigsten Studien von inzwischen weit über 1000 Studien dargestellt. Die Forschungslage hat sich seit der Entdeckung durch die Mitarbeit von 1500 Wissenschaftlern an Dutzenden von Universitäten in Japan, Korea, China und auch in den USA sehr zugkräftig entwickelt. Dennoch steckt dieses neue Fachgebiet der Medizin natürlich noch in den Kinderschuhen. Man weiß schon viel, aber nicht alles. Die positiven und wissenschaftlich gesicherten Anwendungsgebiete von Wasserstoff sind folgende. Er beseitigt als Antioxidant oxidativen und nitrosativen Zellstress. Und zwar selektiv, nur bei den stärksten Radikalen. Als das kleinste aller Moleküle kommt er überall hin, sogar in den Zellkern. Das geschieht innerhalb von 10 bis 15 Minuten, also sehr schnell. In Fällen wie rheumatoide Arthritis stößt er aber eine nachhaltige Wirkung an, die bis zu 4 Wochen dauert. Es ergibt also einen Anstoß und wirkt noch nach, auch wenn der Wasserstoff gar nicht mehr im Körper ist. Wasserstoff wirkt als Strahlenschutz. Sowohl prophylaktisch als auch therapeutisch. Er erhöht den Zellschutz, indem er die Bildung von Glutathion, SOD und Katalase anregt. H2 wirkt auch entzündungshemmend, antiallergisch und wirkt sich positiv auf Fettleibigkeit und Stoffwechselstörungen aus. Über 200 Signalwege und 1000 Genexpressionen sind entdeckt worden und dadurch kommen zellmodulierende Effekte zustande, die zum Beispiel die Peroxidation der Zellmembran unterdrücken. Ein weiteres Anwendungsfeld hat die Forschung auch im Bereich von Hirn- und Nervenschädigungen gefunden. Demgegenüber gibt es kaum Punkte für Bedenkenträger, denn die Anwendung von H2 in der Medizin gilt sogar bei der strengen amerikanischen FDA als praktisch nebenwirkungsfrei und sicher, obwohl es die Forschung darüber erst seit 2007 gibt. Das sind im Übrigen meistens Laborstudien oder Grundlagenforschung. Stand 2019, Ende 2019 wurden nämlich erst 40 echte Studien am Menschen durchgeführt. Man sollte auch an bestimmte Schwierigkeiten bei der Handhabung denken. Wasserstoffgas ist schwer beherrschbar, weil es extrem flüchtig ist und daher auch im Körper nur wenige Minuten verweilen wird. Wasserstoff lässt sich nur schwer in Wasser lösen, denn es ist kein polares Gas und daher hydrophob, also wasserabstoßend. Es ist wirklich eine Kunst, Wasserstoffwasser herzustellen. Die Wissenschaft fordert mindestens eine Konzentration von 0,5 Milligramm pro Liter. Und manche Studien arbeiten mit bis zu 14-fach höheren Konzentrationen. Es hat sich schnell eine Industrie entwickelt, die Geräte macht, die das leisten sollen. Aber für die meisten davon sind schon 0,5 Milligramm ein in weiter Ferne liegendes Ziel, das nach kritischer Überprüfung keinesfalls erreicht wird. Man muss also überlegen, was man kauft. Und dazu gebe ich Ihnen hier in diesem Video einen aktuellen Überblick, Stand Ende 2019.
Als aus der Forschung klar war, dass sich mit der Forderung nach Wasserstoff im Wasser ein neuer industrieller Schwerpunkt entwickeln würde, gab es praktisch nur die fernöstlichen Wasserionisierer und die russischen Ionisatoren. Die ersteren, meistens in Japan entwickelten, waren auf die Produktion von basischem Wasser ausgerichtet. Die russischen dagegen wollten ein möglichst niedriges Redoxpotenzial erreichen. Beide Systeme erzeugen auch Wasserstoff, lösen ihn aber normalerweise nur ziemlich unbefriedigend im Wasser, wegen der bekannten Schwierigkeiten. In den ersten Jahren nach 2007 hat man also die schon seit Jahrzehnten bekannten basischen Wasserionisierer so umkonstruiert, dass sie mehr molekularen Wasserstoff im Wasser lösen können. Daran durfte ich auch ein bisschen mitarbeiten, weil man mich durch meine Bücher auch in Südostasien kennt. Die sehr großen Elektrolysezellen in den Wasserionisierern produzieren zwar sehr viel Wasserstoff, haben aber wenig Zeit und Druck, um ihn auch im Wasser zu lösen. Das haben wir geschafft. Gute Geräte schaffen heute nicht mehr nur 0,2 bis 0,5 Milligramm pro Liter Wasserstoff im Durchflussverfahren, sondern 0,8 bis 2,7 Milligramm pro Liter, was dann einer deutlichen Übersättigung entspricht. Also, wäre natürlich mehr als ausreichend. Aber Wasserionisierer sind teuer und außerdem stationär. Und da kam im Jahr 2014 eine Idee auf, die war revolutionär. Handys waren ja schon damals aus unserer Welt nicht mehr wegzudenken und die Generation Smartphone war auch nicht für große stationäre Geräte zu begeistern. Man will heutzutage mobil sein und spontan unterwegs trinken. Party war angesagt anstatt Seniorenheim. Deshalb kam in Japan die Idee auf, man könnte eine Art Handy bauen, das Wasserstoffwasser unterwegs produziert. Einen mobilen Wasserionisierer, der basisches Wasserstoffwasser mit einem aufladbaren Akku durch Elektrolyse erzeugt. Obwohl dieses Gerät noch heute unter dem Namen Portable Hydrogen Water Maker SUSOSU Plus verkauft wird, war es aber von Anfang an eine Fehlkonstruktion. Was ich leider selbst nicht gleich durchschaut habe. Aber dazu komme ich noch. Inzwischen ist der Markt für Geräte, die demselben Trend folgen und fast alle ähnlich aussehen, nämlich gewaltig gewachsen. Und während ich 2014 noch voller Spannung darauf wartete, das Arui Handy endlich testen zu können, flattert mir heutzutage fast jede Woche ein neues Modell auf den Tisch. Aber ich will diese Dinge inzwischen gar nicht mehr testen, denn meist ist das Ergebnis wirklich frustrierend. Mein Museum für Schrottprodukte ist daher schon ziemlich überfüllt. Und ich muss mir in der Regel nur Fotos von den Geräten anschauen, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Und in diesem Video verrate ich Ihnen die Tricks, wie auch Sie in wenigen Minuten erkennen können, ob Sie von Amazon und den 40 Räubern von Alibaba einfach nur verarscht worden sind. Aber schauen wir uns den Ursprung der ganzen Misere mal an. Da sehen wir einen weißen Ring, der ist mit basischen Mineralien gefüllt, die sich im Wasser auflösen und das Wasser im pH auf 8 bis 9,5 anheben sollen. Die basischen Mineralien werden also dem Wasser zugefügt. Das erzeugt dann durch Basenüberschuss einen höheren pH-Wert. Auch ein klassischer Wasserionisierer erhöht den pH-Wert. Das passiert dort aber, indem unerwünschte Säuren und sauer wirkende gelöste Mineralionen wie Chlorid, Sulfat oder Nitrat durch den hier als roten Pfeil nach unten dargestellten Sauerwasserablauf eines stationären Wasserionisierers ausgeschwemmt werden. Das Wasser aus dem Arui-Handy dagegen enthält immer noch die unerwünschten sauren Bestandteile des Wassers, obwohl es durch den Mineralienring denselben pH-Wert hat wie das Wasser aus einem Wasserionisierer, hat es doch ganz andere und vor allem unerwünschte Inhaltsstoffe. Nun werfen wir einen Blick in die Elektrolysezelle.
Der Pluspol und der Minuspol der beiden Elektroden liegen beim Handy in engen Kreisen nebeneinander. Am Pluspol entstehen Sauerstoff und Ozon, also O2 und O3, sowie saure, hier rote H+-Wasserionen. Am Minuspol entsteht Wasserstoff, also H2, und basische, hier lila eingefärbte Hydroxidwasserionen. Beim Wasserionisierer sind diese gegensätzlichen Strukturen aber feinsäuberlich getrennt. Beim Handy schwimmt dagegen alles in derselben Suppe. Also saure und basische Ionen und die aus der Elektrolyse resultierenden Gase, Sauerstoff, Ozon und Wasserstoff. All diese Dinge sind aus Wassermolekülen entstanden. Die Endprodukte lassen sich auch wieder in Wasser zurückverwandeln. Das nennt man bei den Gasen Knallgasreaktion und bei den Ionen Neutralisation von Säuren und Basen. Dass das wasserstoffreiche Wasser einen gesundheitlichen Nutzen bringt, ist unumstritten. Dass der gemischte Handy-Cocktail aber etwas bringt und nicht nur mit sich selbst und gegenseitigem Ausgleich beschäftigt ist, das wird zwar von den Herstellern dieser Apparaturen behauptet, ist aber keineswegs erwiesen. Aber die Sache hat noch einen weiteren großen Haken. Über 90% der meist von chinesischen Firmen angebotenen Geräte auf Alibaba, eBay oder Amazon haben mehr oder weniger denselben Konstruktionsfehler wie das alte Arui-Handy. Sie trennen also nicht das erwünschte Wasser vom unerwünschten, sondern mischen es einfach zusammen. Hauptsache, es ist ein bisschen Wasserstoff drin. Mit etwas Übung können Sie mit einem Blick auf die Elektrolysezelle sehr schnell erkennen, wo der Hase läuft. Manchmal sind die Elektroden aber nicht nebeneinander, sondern übereinander ohne Membran gestapelt. Dann sieht man das nicht so gut, ob eine Membran dazwischen ist. Und darum verrate ich Ihnen jetzt gleich einen Trick, wie Sie das auch als Ungeübter schnell testen können. Damit können Sie dann selbst bei Geräten, die sich sehr ähnlich sehen, ohne jeden Zweifel sagen, ob es wirklich ein richtiges, reines Wasserstoffgerät ist oder eine billige Knallgasbottle, die unter Umständen sogar aus derselben Fabrikation stammt. Natürlich merkt man es auch am Preis, denn der kann tatsächlich zwischen 10 Euro und 450 Euro betragen. Tatsächlich sind echte Wasserstoffgeneratoren meistens teurer, aber es gibt auch Fakes, die absichtlich teuer verkauft werden und mit falschen Begriffen natürlich beschrieben sind. Deswegen gibt es nur eins, was sicher ist: testen und dann zurückschicken, wenn das Ergebnis negativ ist. Bei Produkten, die direkt aus China kommen, ist es allerdings oft nicht ganz einfach mit dem Zurücksenden und mit dem ganzen Zollkram dazu. Aber wenn Sie dann sowas mal aus Versehen gekauft haben, der Test geht ganz einfach so. Geben Sie in das Wasser, das Sie mit Wasserstoff anreichern wollen, eine Prise Salz und schütteln Sie, bis es sich aufgelöst hat. Danach schließen Sie den Deckel und starten den Produktionsvorgang. Lassen Sie das Gerät 3 bis 5 Minuten arbeiten. Sie müssten dabei im Wasser Gasblasen aufsteigen sehen. Danach halten Sie das Gerät unter die Nase, öffnen den Deckel und schnuppern vorsichtig. Machen Sie auf keinen Fall einen tiefen Atemzug, denn wenn es eine Knallgasbottle ohne Membran ist, dann wird es heftig nach Chlorgas riechen. Schlimmer als in jedem Schwimmbad. Dieses Wasser natürlich keinesfalls trinken. Dabei können Sie vielleicht Ihr Klo reinigen. Oder wenn Sie sowas haben, in den Swimmingpool kippen zur Desinfektion. Aber Sie wissen dann, wenn es nach Chlor stinkt, ganz sicher, dass Sie Schrott gekauft haben. Wenn das Wasser nicht nach Chlor stinkt, sondern lediglich salzig schmeckt, dann haben Sie einen wirklich korrekten Wasserstoffgenerator gekauft. Der hat dann eine spezielle Membranzelle. Diese spezielle Membranzelle in den tragbaren Wasserstoffgeneratoren nennt man SPE oder meist PEM-Zellen. Das bedeutet abgekürzt Proton Exchange Membrane. Die sehen Sie auf der rechten Seite dargestellt.
da ist auf der Unterseite der Membran überhaupt gar kein Wasser vorhanden, sondern nur der elektrische Pluspol, den man auch Anode nennt, und dort entsteht Sauerstoff und Ozon. Der Wasserstoff dagegen entsteht oben am Minuspol und löst sich dann unter Druck im Wasser. Dabei wird auch kein saures oder basisches Wasser produziert wie bei einem Wasserionisierer. Die einzige Veränderung im Wasser ist der Wasserstoff, also H2-Gas. So wie sich in einem Sodawasser Kohlendioxid als Kohlensäure löst. Da ist eben dann stattdessen Wasserstoff drin gelöst. Ähnlich wie beim Sprudelwasser gast der Wasserstoff nach dem Öffnen der Flasche schnell aus. Zum Vergleich sehen Sie links oben nochmal die Membranelektrolysezelle eines Wasserionisierers. Die hat in beiden Kammern Wasser. In der PEM-Zelle dagegen dampfen Sauerstoff und Ozon als Gase nach unten weg. In der Knallgaselektrolysezelle dagegen ist nur eine Wasserkammer, in der sich alles zusammenmischt. Und wie kommt es nun dort zu dem üblen Chlorgeruch? Dieses zu Recht übel riechende Chlorgas ist durch die Elektrolyse von Chloridionen entstanden, die das Salz bei unserem Test ins Wasser hineingeschleust hat. Das Salz besteht nämlich aus den Ionen Na+ und Cl-. Und wenn das Salz ins Wasser fällt, dann löst es sich in diese Ionen auf. Dadurch schmeckt das Wasser salzig, aber es stinkt nicht, weil Chloridionen nicht stinken. Wenn ein Chloridion mit seiner Minusladung aber an den Pluspol, also die Anode, gezogen wird in dem Gerät, dann verliert es dieses Minuselektron und vereinigt sich dann ganz schnell mit dem nächsten entladenen Chloridion zu Cl2. Und das ist das gefährliche Chlorgas, vor dem uns unsere Nase so heftig warnt. Okay, das war jetzt ein bisschen Elektrochemie. Und wenn Sie das nicht voll verstanden haben, ist das ziemlich egal. Hauptsache, Ihre Nase funktioniert. Manche Leute sagen sogar, dass sie sogar das aufsteigende Ozon riechen. Die bräuchten also gar kein Salz zum Testen. Aber das ist eine schwierige Sache. Würde jetzt zu weit führen. Die Hersteller haben oft selbst keine Ahnung, was sie da verkaufen. Hier zum Beispiel. Da stellt ein skeptischer Kunde auf Amazon die Frage, wohin werden denn die Schadgase wie Ozon und so weiter abgeleitet? Ich kann keine Öffnung erkennen, wo diese Gase entweichen können. Und der Hersteller oder Vertrieb antwortet, falls Ozon entsteht, was üblicherweise bei Wasserhydrolyse eher in sehr geringem Maße stattfindet, so entweichen alle Gase, nämlich Wasserstoff, Sauerstoff, Ozon, nach Öffnung des Deckels. Natürlich nur der Teil, der nicht im Wasser gelöst ist. Oder man schraubt den Deckel nicht gasdicht zu, sodass die Gase gleich entweichen können. Tja, aber dann entweicht auch der Wasserstoff, weil eben der Druck, der Gegendruck fehlt, um ihn dort im Wasser zu halten. Der Hersteller leugnet also gar nicht, dass Ozon entsteht. Er sagt, man soll einfach warten, bis es entwichen ist. Also, ich muss Ihnen sagen, ich finde das eigentlich fast kriminell. Hier ein weiterer Spaßvogel. Der bietet eine heizbare, ja, sagen wir mal, Knallgaskanne an. Und der schreibt, es wird Geruch in dem Gefäß sein. Es ist der Geruch von Ozon. Das ist normal. Die Produktion von Wasserstoffgas ist für das bloße Auge unsichtbar und wird von der Wasserqualität an verschiedenen Orten beeinflusst. Also Leute, wenn man die Produktion von Wasserstoffgas nicht in Form aufsteigender Blasen sieht, dann findet wahrscheinlich auch keine statt. Und im Übrigen in heißem Wasser, wie in diesem Heizgerät, entfleucht der Wasserstoff mit etwa 4 Meter pro Sekunde nach oben und löst sich jedenfalls nicht im Wasser auf. Das ist also eine weitere Art von Herstellern, die auf den Wasserstofftrend aufsteigen und ihre Thermomixer und ähnlichen Gerätschaften plötzlich mit Hilfe von Wasserstoff besser verkaufen wollen. Der Wahnsinn treibt sogar noch andere Blüten, denn man kann die Ahnungslosigkeit der Kunden ja auch ausnutzen. Hier diesen Knallgastopf mit Wasserwirbler und Mineralienzugabe habe ich auch mal getestet. Dieser Wirbler schleudert bescheuerterweise den ganzen produzierten Wasserstoff gleich wieder aus dem Wasser. Das stört den Hersteller dieser Cocktailmaschine überhaupt nicht und er bietet dasselbe Produkt unter insgesamt 7 verschiedenen Bezeichnungen auf Internetportalen an. Das Ding hat natürlich weder eine PEM-Zelle, noch stammt es aus Japan. Es ist einfach nur Schrott. Ich würde
als achte Vertriebsstrategie noch die Herstellung von Chlorhühnchensuppe empfehlen. Übrigens, sobald Sie auf der Webseite eines Herstellers dieses Gerät sehen, vergessen Sie alle Angaben, die er über Wasserstoffkonzentration macht. Ich bin früher selbst darauf hereingefallen, bis mir der Hersteller Trustlex selbst mitgeteilt hat, dass es für Prüf- und Forschungszwecke gar nicht und schon gar nicht für jedes Wasser geeignet ist. Das ist ein Fake-Wasserstoffmessgerät. Wenn Sie den Grund genauer verstehen wollen, dann folgen Sie bitte einfach dem QR-Code zur ausführlichen Erklärung. Aber das ist wirklich kein Thema für Anfänger. Der Hersteller Trustlex hat inzwischen übrigens noch ein ähnliches Gerät auf den Markt geworfen. Das hat dann nicht die Bezeichnung 1000, sondern 2000. Aber es ist genau dasselbe Fake und es wird lediglich ein gemessenes Redoxpotential durch eine absurde Formel umgerechnet. Ich kann nur sagen, Finger weg, damit kriegen Sie keine brauchbaren Wasserstoffwerte. Okay, jetzt wissen Sie, wie man Elektroschrott erkennt. Mit Salz und mit Ihrer Nase. Es ist ganz einfach. Damit wären Sie bereits für Alibaba und andere Räuber gewappnet. Wenn es nicht auch noch Wasserstoffgeräte gäbe, die ganz ohne Strom auskommen und auf chemische Additive setzen. Viele kennen das aus den lustigen Versuchen im Chemieunterricht. Wenn man bestimmte Alkali- und Erdalkali-Metalle ins Wasser wirft, dann macht es Bumm, weil Wasserstoff mit Sauerstoff explodiert. Knallgas. Das Ganze läuft weniger drastisch ab, wenn man diese Metalle auf geschickte Weise in Keramik verbeckt, die meist in Form verschiedener Kügelchen verkauft wird. Mal in Teesäckchen, mal in Metallstäben und immer öfter auch in Flaschen, wo die Kügelchen in irgendwelchen Siebeinsätzen untergebracht sind oder ihre chemisch gespeicherte Energie in einer Art Mikrochemolyse langsam ans Wasser abgegeben wird. Das Problem dabei ist, dass nicht nur die Chemie der Kügelchen bestimmt, was in welcher Menge ans Wasser abgegeben wird, sondern auch die Art und auch die Temperatur des eingefüllten Wassers. Außerdem spielt der Luftdruck noch eine Rolle. Schon nach der ersten Woche der Benutzung fällt die anfängliche vorhandene Leistung oft sehr drastisch ab bis zum Nullpunkt. Bei manchen Mischungen gibt es auch eine Verkeimungsgefahr, weil die Kügelchen ja nicht gereinigt werden können und die Sicherheitsgutachten, die da geliefert werden, sind oft nur unzureichend oder gar nur auf Chinesisch verfügbar, sodass man wirklich die Katze im Sack kauft, wenn man sich sowas zulegt, was zwar grundsätzlich funktionieren kann, aber bislang und in der Dosierung und in der Hygiene nicht kontrollierbar ist. Glauben Sie mir, ich habe diese chemolytischen Kugeln wirklich unter allen Aspekten untersucht. Bis jetzt sind alle diese gut gemeinten Keramiken noch nicht vernünftig dosierbar. Oft machen sie viel zu basisch oder bauen zu viel Druck auf und dann wieder zu wenig. Mir ist sogar mal eine Flasche explodiert, hat einen Macintosh-Computer zerstört und die Scherben lagen im Umkreis von 8 Metern. Gut, dass ich in diesem Augenblick nicht daneben stand. Diese Keramiken warten noch auf eine Idee, wie man die Abgabe von Mineralien und Gasen tatsächlich exakt dosieren könnte. Außerdem sollte das Wasser auch noch so schmecken, dass man es auch wirklich gerne trinkt. Sonst macht das Ganze nichts, weil niemand dann das Wasser trinken wird. Ich kann hier nur sagen, wir arbeiten dran. Was derzeit aus der chemischen Wasserstofferzeugungssparte einigermaßen ausgereift übrig bleibt, sind wasserstofferzeugende Tabletten, Sprudeltabletten auf Magnesiumbasis. Das kann man mal ausprobieren, ob es einem schmeckt. Der Stückpreis liegt allerdings bei etwa 1 Euro. Das läppert sich auf Dauer auch zu einem stattlichen Sümmchen zusammen. Vor allem für Familien lohnt sich daher schon eher die Anschaffung eines großen Geräts. Wen das näher interessiert, für den gibt es ein eigenes Büchlein von mir, das Sie über den eingeblendeten QR-Code herunterladen können. Ach ja, beinahe hätte ich es vergessen, es gibt auch noch teurere Lösungen. Wenn ich hier vom Wasserstoffwasser kaufen rede, da gibt es ja immer noch Leute, die denken an Dosen und Alubeutel. Die gibt es natürlich in Hülle und Fülle.
allerdings zu Literpreisen deutlich über 10 Euro. Auf Wunsch kann man auch mit einem sehr gewöhnungsbedürftigen Rote-Bete-Geschmack das Ganze trinken. In Peking gibt es eine staatliche Riesenfabrik, die heißt Beijing Hydrovita. Die versorgt China mit diesem Aluminiumschrott und müllt alles mit den kleinen Beuteln voll und Dosen. Wer also glaubt, wir brauchen wirklich noch mehr Plastik und Aluminiumschrott und das Ganze gar noch für 100% natural hält, der hat es einfach noch nicht kapiert, dass es nichts nützt, seinen eigenen Körper zu entmüllen, wenn man den ganzen Planeten dabei versaut. Ich kann mich nur dem WWF anschließen und sagen, ich habe auch die Schnauze voll. So macht man jedenfalls keine Gesundheitsrevolution, so versemmelt man die Chancen, die im Wasserstoffwasser liegen, von Anfang an. So, das war jetzt mein kleiner Ritt durchs Alibaba-Land des Wasserstoffs. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hier noch der QR-Code und die Webadresse meiner Linkliste mit allen meinen weiteren und ausführlicheren Informationen zu diesem wirklich spannenden und zukunftsorientierten Thema. Ich hoffe, Sie finden nun den richtigen Weg, gesünder und vernünftiger zu trinken. Vielen Dank fürs Zuschauen.